Wir machen jetzt den Schwenk von einem Lieblingsthema von Martin Welker, sprich Ernährung und Rheuma, zum nächsten, und zwar die Digitalisierung und das auch nochmal und in dem Kontext des Fachkräftemangels. Da kann wahrscheinlich ein jeder, der hier Teilnehmer ist, ein Lied von singen. Und wir freuen uns, vielleicht Lösungsansätze von Martin Welker präsentiert zu bekommen. Und ja, ich übergebe dir die Bühne. Dann werde ich mal versuchen, meinen Bildschirm freizugeben, in der Hoffnung, dass das alles gut funktioniert. Ich bitte um kurze Rückmeldung, ob das technisch auch entsprechend geklappt hat. Und gehe davon aus, dass das jetzt der Fall ist. Rheumatologie im Rahmen des Fachkräftemangels. Das ist für mich auch die Frage: Ist Digitalisierung und menschliche Medizin eigentlich ein Widerspruch? Sprechen wir eigentlich noch von Medizin, wenn ich jetzt über Digitalisierung spreche? Und ich hoffe, Sie werden am Ende des Vortrages sehen, dass die Fragen beantwortet und vielleicht sogar einen Sinn und eine Vision für die Zukunft darstellen können. Ich möchte mit einer sehr persönlichen Geschichte beginnen, nämlich mit dem Literaturnobelpreis, der an Annie Ernaux am 10.12.22 verliehen wurde. Das ist ein Tag der Menschenrechte. Gesundheit ist auch eine Art Menschenrecht oder die Abwesenheit von Krankheit. Und für mich persönlich spielt dieser Autor eine große Rolle, Jean-Marie Gustave Le Clézio, ein französischer Autor, einer der ersten, die in der Neuzeit einen Nobelpreis bekamen für Literatur. Und es gibt derzeit mit Patrick Moreau drei lebende Nobelpreisträger in einem Land, nämlich in Frankreich. Und Gustave Le Clézio hat ein Buch geschrieben, das mich stark beeinflusst hat, nämlich den Chercheur d'Or, den Sucher des Goldes. Was das Gold ist, ist sehr individuell. Und es war eine Geschichte, die mich in der Jugend beeinflusst hat und die mich heute noch weiter antreibt, nämlich Versorgung zu verbessern. Sie sehen hier kurz meine optionalen Interessenkonflikte. Ich hoffe, ich habe alles Wesentliche aufgeführt und darf erwähnen, dass ich in einer Digitalgruppe unterwegs bin, der Gruppe Radar und von Rekord, und ein paar Dinge, die Sie hier nachher sehen, dort auch gehandelt werden, aber immer mit dem Ziel der Versorgungsverbesserung, nicht zum Ziel der persönlichen Bereicherung. Welche Herausforderungen haben wir denn in der westlichen Medizin? Wir haben einen Mangel an Therapeuten und an Mitarbeitern. Wir haben falsche Patienten. Wir haben wenig Zeit. Wir haben ja höherwertige Lebenserwartung. Wir haben hohe Kosten im Gesundheitswesen und wir haben eine hohe Anspruchshaltung unserer Patienten. Und ein wichtiger Punkt ist, dass die Reduktion der Beschäftigten in Deutschland in den nächsten 10 Jahren um 15 Millionen Personen, Individuen abnehmen wird. Angesichts des Ausscheidens der Babyboomer in die Rente, ich gehöre zu diesen dann glücklichen Menschen, aber vielleicht sind sie gar nicht so glücklich, weil durch die deutliche Zunahme der Patienten in den nächsten 10 Jahren über die ansteigende Lebenserwartung wir möglicherweise eine starke Diskrepanz zwischen Anspruch, Notwendigkeit und Wirklichkeit bekommen werden. Und ist es denn überhaupt noch möglich, das alles unter einen Hut zu bringen? Diese Frage bewegt mich seit langem und bringt uns ins eigentliche Thema. In unserem MVZ, aber das haben viele Kollegen auch, haben wir Qualität als oberstes Gebot dessen, was wir tun, auf der Basis natürlich von Respekt, Ehrlichkeit, Wertschätzung und Empathie. Und gleich vorneweg, mich eingeschlossen, wir schaffen das nicht immer. Wir machen Fehler. Es ist nicht jeder Patient mit dem zufrieden, wie wir es machen. In der Tat ist es zahlenmäßig so, dass die meisten Patienten glücklicherweise zufrieden sind, aber die, die unzufrieden sind, hinterlassen bei uns eine viel tiefere Spur. Und ich denke, wenn man in Abläufe einsteigt, kann man diese Prozesse zum Teil standardisiert verbessern. Wir sprechen über Qualität, Patientenzufriedenheit oder Unzufriedenheit, Verantwortung, Menschlichkeit, moderne Medizin, Wertschätzung, Zuverlässigkeit und das Schlagwort des Qualitätsmanagements, das COP, die kontinuierliche Verbesserung. Und letztendlich sprechen wir dabei dann auch letztlich über Medizin. Was bedeutet die Digitalisierung in dem ganzen Kontext? Erstmal vorneweg, wir stehen unter einem ganz starken Einfluss der Tech-Giganten. Und ich habe hier nur bis 2020 aufgezeigt, aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung entnommen, die Entwicklung des Umsatzes links
Und wenn Sie hier Amazon sehen mit einem Umsatz von 380, fast 390 Milliarden Dollar, das sind Größenordnungen von Staatshaushalten. Und viel interessanter ist noch der Nettoertrag, also der Ertrag, der Gewinn nach Steuern, der bei Apple zum Beispiel bei fast 60 Milliarden Dollar liegt. Und es ist insofern auch interessant, als zum Beispiel Amazon in diesem Jahr und in dem letzten Jahr sich der Gesundheitsindustrie zugewandt hat und ein Zentrum für ambulante Versorgung in den USA für fast 5 Milliarden Dollar gekauft hat und beim zweiten Zentrum mit 7 Milliarden im Gespräch ist oder schon abgeschlossen hat. Und diese Milliardenbeträge beziehen sich nur auf 180 Zentren im Fall 1. Das heißt, das wären im Prinzip 180 Großpraxen auf Deutschland übertragen. Aber lassen Sie mich die Story ein bisschen zurückzunehmen. Denken Sie an Ihre Jugend, also an meine Jugend. Die jungen Kollegen, wir hatten Sie ja schon vorher, sind ja schon anders aufgewachsen. Was ist denn passiert, wenn Sie zur Bank gegangen sind? Wenn Sie wohlhabend waren, haben Sie ein Haus gelebt und hatten ein Auto. Vielleicht ein Käfer Cabrio. Sie fuhren damit zur Bank. Und was haben Sie dort gemacht? Sie haben Formulare bekommen, haben diese Formulare ausgefüllt und haben gehofft, dass die ausgefüllten Formulare auch eine Konsequenz haben, sprich, dass Gelder von A nach B transportiert wurden. Und was machen Sie heute? Sie sind immer noch glücklich, wenn Sie ein Haus haben, aber Sie sind zu Hause, Sie setzen sich in den Stuhl. Und wenn Sie oldschool sind, nehmen Sie einen Laptop. Und mit diesem Laptop füllen Sie Dinge aus, sodass Sie, wenn Sie Glück haben, aufs wenig mehr Geld machen können, sprich Geld transferieren. Aber das ist ja dann auch nicht mehr die ganze Wirklichkeit, denn mittlerweile machen Sie das Ganze natürlich am Smartphone und noch ein bisschen fortschrittlicher machen Sie schon eine Smartwatch. Und das alles ist heute völlig selbstverständlich. Eine Frage, die aber oft nicht gestellt ist und die ist wichtig, ist, und die es nicht können, diese Frage lasse ich offen und möchte Sie zum nächsten Bild mitnehmen, nämlich der Praxis früher. Ich habe gerade gelernt, dass es Kliniken gibt, die bis vor kurzem noch alles in Papierakten umgesetzt haben. Und unsere Praxen waren ja auch so. Als ich 2004 anfing, hatte ich den ersten Computer meines Vorgängers übernommen, um danach schnell die Anzahl zu erhöhen, aus Bedarf heraus eine papierlose Praxis zu machen. Was heißt das aber für den Patienten heute? Die Praxis von morgen könnte sein, dass sich der Patient in den schon bekannten Stuhl setzt, dort sein Smartphone oder aber sein Smartwatch nimmt und damit Dr. Google oder wie auch immer sie heißen, akquiriert, um zu fragen, was könnte ich denn jetzt tun? Als Sinnbild des medizinischen Algorithmus. Und die Antwort wird sein, naja, wir stellen dir ein Rezept aus, wir übermitteln das elektronisch und du bist versorgt. Eine Extremsituation, die aber technisch durchaus schon in gewissen Dingen machbar ist. Wenn wir jetzt aus der Story der Geschichte in die eigene Vorbereitung der Digitalisierung geht, ist sehr, sehr wichtig und wertvoll, was ist denn eigentlich in der Covid-Situation passiert? Und Per Arias, ein Kollege aus Hamburg und ich, haben uns da sehr intensiv ausgetauscht und haben Daten auch des ZIP genommen aus den Jahren 2020, was hat sich eigentlich in der Praxisorganisation am stärksten verändert? Die Arbeitsabläufe haben sich geändert, das Terminmanagement, der Eingangsbereich und der Wartebereich. Ihnen alles schlüssig und Sie haben sicherlich individuell noch andere Bereiche, wo sich Dinge verändert haben, wo sich auch weiter Dinge verändern werden. Und mit Felix Mühlensieben an der Universität in Potsdam haben wir Themen adressiert, die sagen, was ist eigentlich der Themenbereich, den man digital adressieren kann? Und Sie sehen hier unterschiedliche Grau-Grün-Felder, alles Mögliche ist dabei. Manches ist schon völlig selbstverständlich, wie E-Mail. Was nicht so selbstverständlich ist, dass E-Mail nicht datensicher sind. Dann digitale Tools sind beim Diktieren Alltag. Schulungsvideos kann man durchführen, aber wir haben eben auch Tablets, Terminvergaben, Fragebögen, Monitoring-Apps und die automatische Telefonassistenz, um nur einiges zu nennen. Und diese Dinge haben Auswirkungen auf den täglichen Arbeitsablauf, nicht nur in der rheumatologischen Praxis, sondern ganz allgemein auf der Seite von Patienten, von Mitarbeitern und Ärzten. Denn die Tätigkeitsschwerpunkte verlagern sich. Es gibt unterschiedliche Entlastungen oder Belastungen, denn das Stresserleben verändert sich. Die Digitalisierung schafft eine gewisse Flexibilisierung, aber auch wieder andere Zwänge. Und die Kommunikationsmedien, wir haben das heute Vormittag schon mal gehabt bei Frau Mucke, die erklärt hatte, dass die Social Media eine Rolle spielen, verändern sich. Und der Service-Gedanke
verändert sich natürlich dabei auch nicht nur bei uns Ärzten, sondern auch bei den Patienten und bei den Mitarbeitern. Wir haben letztendlich eine veränderte Arzt-Patienten-Kommunikation. Und wenn Sie Ihre eigene Praxis, Ihre eigene Ambulanz, Ihre eigene Organisation schauen und unterschiedliche Aspekte nehmen, können Sie diese für sich aufteilen und Begrüßung, Anamnese, Befunderhebung auch nachdenken. Dann Patient-Reported Outcomes, also wie fühlt sich der Patient, welche Daten kriegen wir aus seinen Angaben, die Erklärung von Krankheiten und Zusammenhängen, die Lebensqualität. Auch heute erwähnt bei Frau Dr. Mucke bezüglich der Lupus-Patienten als ganz wichtigen Punkt, den Sie eigentlich als Besserung der Therapie haben wollen. Gehen Sie in sich, wie oft fragen Sie das wirklich, wie ist denn eigentlich Ihre Lebensqualität und haben Sie eine Technik, das tun zu können? Die Fragen als persönliche Umfeld und Diskussionen können Sie zum Beispiel gliedern und Sie können für sich persönlich entscheiden, welchen Bereich, und das sind die grünen Felder, welchen Bereich können Sie technisch digital erfassen und damit möglicherweise das tun, was eigentlich das Wichtigste ist, weil Sie zwischen der klassischen Versorgung und der digitalen Versorgung, die sich ja nicht widersprechen, sondern die sich ergänzen können, im Prinzip einen wesentlichen Punkt haben und ich werde Ihnen das am Abschluss noch belegen, Sie können Zeit sparen. Sie können durch Technik Zeit sparen, die Ihnen ermöglicht, andere Dinge zu tun, zum Beispiel sich um die Patienten zu kümmern, die das ganze Technische nicht können. Denken Sie an den Weg zum Flugzeug. Früher hatten wir unsere Stewardessen und Stewardessen, männlich wie weiblich, die uns den Weg öffneten, die uns die Karten abnehmen, die uns die Bordkarte gaben und dergleichen mehr. Das ist heute alles digital machbar, mittlerweile schon komplett ohne Personen, wenn man den Face-Scanner, den es seit diesem Jahr bei Lufthansa auch gibt und anderen Flugfirmen, auch noch aktiviert. Und welche Möglichkeiten geben sich jetzt, dieses Verhältnis zwischen Patienten, Rheumatologen, Dermatologen, Pneumologen, Nephrologen, also den Fachärzten und dem Hausarzt, den ich hier nicht dargestellt habe, fehlerhafterweise, zu verändern? Und gibt es Aspekte der Kommunikation, die man bearbeiten kann? Gibt es Arbeitssysteme, die miteinander arbeiten? Das Thema Schnittstelle ist ein ganz wichtiger Punkt, den man dort benennen kann. Und ich habe versucht, das mal darzustellen am Beispiel, wie wir in unserem MVZ im Laufe des Jahres die Kommunikation vom Patienten, nein, nicht mal vom Patienten, sondern vom Menschen, der meint, er hat eine rheumatologische Symptomatik, zum Patienten und die Kommunikation zwischen den Kollegen klären könnte. Denn der Patient kann einen sogenannten Symptom-Checker nutzen, bei dem er sieht, oh, geben meine Fragen überhaupt eine gewisse Wahrscheinlichkeit für eine rheumatische Erkrankung dar. Und wenn er das gemacht hat, dann sieht er, okay, ich bin Patient und ich sollte zum Rheumatologen gehen. Und er kriegt über das System, über eine gewisse Scoring-Wahrscheinlichkeit, einen Termin beim Rheumatologen. Und der nicht ein erhöhtes Scoring für eine rheumatische Erkrankung hat, bekommt keinen automatischen Termin, weil der hat wahrscheinlich keinen Rheuma. Und dann ist es wichtig, die Kommunikation zwischen dem Patienten und dem Rheumatologen zu stabilisieren, denn wir alle haben wenig Zeit und deswegen ist der Austausch für abfragbare Dinge automatisiert so wertvoll. Und dann ist auch die Möglichkeit, sich möglicherweise noch mit den anderen Fachgruppen auszutauschen und möglicherweise doch neue Dinge, ich werde sie Ihnen nachher beispielhaft darstellen, noch Risiken, Komorbiditäten zu erfassen. Vor allen Dingen auch dann natürlich die Kommunikation mit dem Hausarzt zu ermöglichen, der auch den über den Reportweg, den Pfeil habe ich gar nicht dargestellt. Also der Facharzt und Hausarzt kann auch direkt über diesen Kanal den Kontakt aufnehmen in den Kreislauf und dann ohne Verbrauch personeller Ressourcen, wir hatten vorhin das Thema des Fachkräftemangels, mindestens auf dem Niveau der bisherigen Prozesse, die sich wahrscheinlich verbessern werden, die Versorgung darzustellen. Und an diesem Chart, das Arias und ich gemeinsam entwickelt haben, sehen Sie, dass Sie Möglichkeiten haben, digital vor Diagnosestellung, nach Diagnosestellung während der Behandlung und nach der Behandlung entsprechende technische Tools, die ich Ihnen hier versucht habe darzustellen, zu nutzen. Ich fange an mit der Telefonie, weil wir hatten diese automatisiert, digitalisiert 2 Monate bevor Covid kam. Und es gibt in Deutschland mehrere Anbieter, hier sind 2 große, der eine ist Praxis Concierge, mit dem wir arbeiten, das andere ist Aaron, der in der Responsivität ein bisschen weniger flexibel ist. Und diese Systeme vertextlichen jeden Anruf des Patienten. Der Nachteil, der Patient kommt nicht mehr zu uns durch. Das ist aber nichts Neues. Das war schon immer so und ist unser Hauptkritikpunkt. Der Vorteil ist aber, dass abgesehen davon, dass die Mitarbeiter freundlich begrüßt werden, wie Sie das hier sehen können,
Sie auch die Möglichkeit haben, dass eben alle Anrufe vertextlicht werden. Ich umschreibe das, ich habe es natürlich geblockt. Sie haben hier links die Namen, Sie haben die Telefonnummern, Sie haben die Zuordnung, ob es sich um ein Rezept handelt, um eine Terminanfrage, um eine Anfrage eines medizinischen Kollegen oder auch eine Terminabsage. Sie können sortieren. Sie können hier oben auch filtern und die ganzen Dinge werten und damit Arbeitsabläufe vereinfachen, sodass Sie dann alle Antworten zurückgeben können. Zum Teil, das ist aktuell gerade ein Thema, mit einer Verzögerung, die wir nicht wünschen, aber Sie sehen, das ist abgearbeitet oder es ist nicht abgearbeitet. Und das sind wesentliche Punkte der Qualität. Wir sehen, dass sich die Anrufe weitgehend regelmäßig über die Woche verteilen. Ein bisschen weniger am Montag, ein bisschen weniger am Mittwoch. Wir haben Patientenanliegen und dieser Teil hier ist besonders wichtig, den ich gerade umfahre, der blaue und rote Anteil. Das sind Termin- und Anfragen und Absagen. Das sind 60% der Telefonate von insgesamt 1500 Anrufen in nur einem Monat der Analyse. Wenn Sie das automatisieren, können Sie da ein erhebliches Potenzial an guter Arbeitsqualität für andere Dinge generieren. Und Sie sehen, dass die Anrufe natürlich vor allen Dingen morgens kommen und dann mit einem zweiten Gipfel abends. Und Sie können diese Menge der Anrufe durch den digitalen Einsatz homogenisieren und über den zeitlichen Ablauf strecken und nicht nur von einer Person, sondern von mehreren Personen abarbeiten lassen. Und es war tatsächlich so, dass die Einführung des Systems am Tag 2 dazu führte, dass die Mitarbeiter eine Stunde pro Tag weniger Aufwand betreiben mussten, nur den Anrufbeantworter abzuhören. Und Sie können deswegen mit gezieltem Mitarbeitereinsatz viel erreichen, nämlich Sie können akute Telefonate akut lassen, Sie können die Anmeldung insgesamt beruhigen, Sie haben eine gleichmäßige Abarbeitung der Vorgänge, Sie brauchen den Anrufbeantworter nicht mehr abhören, das Lesen geht schneller. Sie können, das war ganz wichtig, die Mitarbeiter von zu Hause arbeiten lassen, entweder wenn die Kinder gerade betreut werden müssen oder andere Hindernisse auf dem Weg in die Arbeit bestehen. Sie können im Text die Anrufgründe bereits erkennen und können diese nach Bedarf sortieren. Ein zweites großes Thema in der Pandemie war die Videosprechstunde, die kurz zusammengefasst für uns keine große Rolle spielt, weil sie derzeit dem Qualitätsstandard, den wir brauchen, nicht entspricht. Wir haben dazu, Herr Heiß und ich, in der Zeitschrift für Rheumatologie unter anderem publiziert, die Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie. Und es gibt auch ein Statement der Kollegen Knitzer und Co. zur Telemedizin in der Rheumatologie ganz allgemein. Es spielt im Einzelfall mal eine Rolle. Und es ist vor allen Dingen derzeit für Sonderfälle interessant, wo man Bilder braucht, zum Beispiel einer Vaskulitis, bei räumlicher Distanz des Patienten. Man kann zum Teil mal eine zweidimensionale Beratung machen oder man kann einem immobilen Patienten die Möglichkeit geben, einen visuellen Kontakt aufzunehmen. Aber es ist wirklich eine Rarität. Und man könnte bei Neupatienten es eventuell nutzen im Rahmen der Vorbereitung. Da haben wir einen kleinen Vorversuch gesehen, dass es aber letztendlich dazu führt, dass die Patienten sich dann nicht mehr vorgestellt haben und die Qualität der Versorgung deutlich schlechter war. Das heißt, die Videosprechstunde ist eigentlich für uns nur eine Ergänzung. Ganz anders, glaube ich, in der Psychologie, Psychotherapie, Neurologie, bei der Depressionsbehandlung, bei der Belastungsbehandlung, dort hat sich das etabliert. Da gibt es ja auch einige Applikationen, die das Ganze nutzen. Dann kommen wir zum Symptom Checker, also dem System, das Krankheiten erkennt oder den Patienten, der Fragen hat zu Krankheiten, Antworten gibt, ist es denn wahrscheinlich, dass ich eine Erkrankung habe? Und das ist im Prinzip der Sinn, dass der Patient nicht in die Praxis kommen muss, um Dinge zu erfahren. Denn er kann in dem Fall Report, das ist das System, das wir vertreten, das ist übrigens ein System, das von der Europäischen Union und von Lande Nordrhein bei den dortigen Kollegen gefördert wurde, die Fragen beantworten. Ich zeige Ihnen nachher noch Beispiele. Es kann der Arzt den Patienten über Report anmelden und er kommt dann einen entsprechenden Fragebogen mit Informationen zur rheumatischen Erkrankung. Es gibt ein Scoring mit einer Priorisierung und hohe Priorisierung heißt, es gibt Fast-Track-Appointments, also schnelle Termine beim Spezialisten und damit eine optimale Kapazitätsnutzung mit einer besseren Betreuung. Wie schaut es aus? Man möchte nur erwähnen, dieses Report-System ist von Ärzten für Ärzte gemacht, nicht mit Gewinnabsicht, sondern mit dem Ziel, Versorgung zu verbessern. Sie kennen vielleicht ADA und das ist heute früh auch schon erwähnt worden von Frau Dr. Mucke als ein Symptom-Checker mit großem finanziellen Background, der letztendlich fünf
Krankheiten als Wahrscheinlichkeit angibt, wenn Sie entsprechende Fragen stellen. Ein sehr hilfreiches Tool, das auch weiterentwickelt wird. Und wir haben Report, bei dem Sie einen Patientenfragebogen haben, den Sie nach entsprechender Anmeldung auch durchgehen können. Es gab sogar im Bereich Nordrhein die Möglichkeit, das DSVG-gerecht zu nutzen. Das ist auch bundesweit grundsätzlich so möglich. Leider mit dem Wermutstropfen, dass eben die Akutpatienten derzeit nicht mehr gezählt werden. Aber wenn sie eben über die Zentrale gehen, das könnte man eventuell dafür nutzen, auch wieder entsprechend gewertet werden. Patienten gehen Fragebögen durch, bei denen sie gendergerecht Bilder sehen mit entsprechenden Gelenkschwellungen. Wie schaut es dann aus, dass die Antworten durch die Visualisierung erleichtert werden? Und sie kriegen nach einer Vielzahl von Antworten, die Befragung dauert etwa eine halbe Stunde für jemanden, der halbwegs digital affin ist, kriegen sie die Zuweisung oder das Scoring, es ist wahrscheinlich eine rheumatische Erkrankung zu haben oder nicht. In einer Nachuntersuchung, ob das Ganze denn funktioniert, von einem der Entwickler, Dr. Bartz Bazzanella, hat sich gezeigt, dass die Krankheiten, die letztendlich dafür zur Diagnose führten, im üblichen Spektrum der Rheumatologie fast vollständig, auch in den Häufigkeiten, entsprechen am meisten die Rheumatoidarthritis, Schuppenflechtenarthritis, die axiale Spondylarthritis mit Co-Erkrankung und die Polymyalgie und so weiter. Ganz nebenbei, in der Erstversion hat sich das so gezeigt, wir hatten ein paar Schwächen erkannt und die Nachentwicklung in die Einbringung weiterer Fragen hat das System nochmal verbessert. Und wie gut ist denn das System überhaupt in dieser Analyse? Und es hat sich gezeigt, und diese Zahlen sind jetzt hier wichtig, dass wir eine Sensitivität von etwa 90 und eine Spezifität von etwa 30% haben. Was heißt das? Es werden 90% richtig erkannt als wahrscheinlich Rheuma, aber 10% möglicherweise übersehen. Bei der Nachanalyse hat sich aber gezeigt, das waren die ganz wenig aktiven Patienten und durch die Einnahme von CRP und Senken, zwei Entzündungsparametern, hat sich die Sensitivität schon deutlich gesteigert. Das hat sich eine kleine Nacharbeit der Kollegen in Stuttgart, die in einer Frühsprechstunde das kombiniert genutzt haben und die Werte noch dazugenommen, klar gezeigt, die waren bei weit über 95%. Und die Spezifität heißt, dass die Patienten, die eine Wahrscheinlichkeit für eine rheumatische Erkrankung bekamen, auch tatsächlich Rheuma bekamen. Und da denkt man jetzt, das ist mit 30% relativ schlecht. Es gibt aber wissenschaftliche Untersuchungen, die zeigen, dass genau das die Trennschärfe ist von hausärztlichen Zuweisungen von nicht spezialisierten Kollegen. Das können Sie durch Fortbildung natürlich steigern. Aber das Vergleichspotenzial war, eine technische Lösung ist genauso gut wie das Zuweisungsverhalten der Kollegen aus dem hausärztlichen Bereich. Somit haben Sie auch hier ohne Verbrauch personeller Ressourcen eine Zuweisung auf dem Niveau hausärztlich nicht spezialisierter Überweisungen. Und ein wichtiger Punkt ist diese Darstellung. Sie haben nämlich hier analysiert bis zum März 2021, das geht natürlich alles noch weiter, so und so viel vermittelte Termine, das ist das eine, das heißt, es funktioniert, obwohl das Portal nicht beworben wird. Die Patienten finden es übers Internet oder über die Kollegen, die assoziiert sind. Aber Sie haben aber einen Großteil an Patienten, die nicht zum Rheumatologen gehen mussten. Das heißt, wir sparen uns im Prinzip Termine für die Patienten, bei denen wir wirklich die Unterscheidung brauchen. Und somit ist der Symptomchecker wieder mit gezieltem Mitarbeitereinsatz. Der Satz ist immer wichtig. Das ist nicht zum Einsparen, sondern zum Einsatz an korrekter Stelle der Mitarbeiter. Ein Tool mit direkt entsprechender Dringlichkeit, die zur Terminierung führt. Es beruhigt die Anmeldung. Sie haben ein automatisches Sortieren nach Bedarf. Und die Patienten, die das nicht nutzen können, wieder, was passiert mit den Patienten, die es nutzen können? Naja, die können über die klassische Routine ja trotzdem zum Kollegen kommen, aber sie haben das Thema Anmeldung, das Thema der Akquise von Daten deutlich erleichtert. Und das Thema Akquise der Daten ist die Brücke zur technischen Anamnese. Wir alle müssen sehr viel fragen, wenn der Patient vor uns sitzt. Was haben Sie, wieso kommen Sie, dergleichen? Und viele sind Routinefragen, die wir bei uns in der Praxis oder im MVZ schon lange durch Fragebogen abfragen. Hier die Impfungen, dort die rheumatologischen Erkrankungen, hier Dinge, die wir sowieso allgemein brauchen. Und wir haben über die Zukunftspraxis der KV das System IDANA kennengelernt und auch schätzen gelernt, wenn auch das noch nicht optimal läuft, wie alle anderen Techniken, sie müssen noch verbessert werden. Und da können wir entsprechende Dinge darstellen und Fragen einholen. Sie sehen ja mal für die Monate, wie häufig wir das genutzt haben. Das ist sehr frequent genutzt. Das ist eine Darstellung von gestern, als ich den Vortrag vorbereitet habe. Sie haben alle möglichen Dinge, die Sie darstellen können, nämlich Aktivitäts- oder Mobilitätsfragenbögen. Sie können Impfungen erfragen, Sie können Aufklärungsbögen einsetzen, Sie können Behandlungsverträge abschließen. Alles Dinge, die Sie dann nicht in der Praxis tun müssen, sondern die Sie zu Hause machen können. Und Sie können sowohl
dass es Covid jetzt wieder gewesen ist, gezeigt hat, sowohl über das digitale Telefoniesystem als auch über IDANA-System Patientenströme formen und leiten, um damit mit der strukturierten Anamnese, die ihnen Zeit spart, bessere Qualität mit genaueren Angaben zu bekommen, denn die Impfungen können die Patienten in der Praxis selten spontan beantworten. Nur ein Beispiel, machen es zu Hause mit dem Impfpass. Sie haben die automatische Datenübertragung ins PVS, sodass Sie da keine Zeit benutzen müssen und Sie haben damit mehr Zeit für Untersuchungen und vor allen Dingen fürs Gespräch und eine Entlastung im Anamnese- und Wartebereich. Im Hintergrund läuft natürlich, das zeige ich Ihnen nur, weil es rheumatologisch speziell ist, ein rheumatologisches Dokumentationstool, das uns erlaubt, auch über die Grenzen der Personen hinweg standardisiert mit offenen Schnittstellen Befunde zu erfassen, ins PVS zu übergeben und dann datenbankfähig zu bearbeiten. Datenbankfähig ist deshalb wichtig, damit wir über die dann anonymisierten Daten wiederum Wissenschaft betreiben können. Und wenn mehrere Kollegen zusammenarbeiten wie bei uns, ist damit eine sehr kurze und straffe Kommunikation möglich. Man hat alle wichtigen Informationen an einer Stelle und hat die Möglichkeit, unterschiedliche Tools zu nutzen. Sie haben wahrscheinlich bei uns schon oft vom Einsatz der Applikationen früher Rheuma Live und jetzt Record gehört, auf das ich sehr großen Wert lege, auch mit dem Aspekt zum Beispiel die Tools zu erfassen, die wir im täglichen Gespräch nicht mitbekommen. Ich nehme das Beispiel der Depression und Angst und der Lebensqualität und Sie werden sehen, warum. Der Patient hat eine Applikation, die er sich aus dem Netz runterlädt und hat seine eigenen Daten bei sich ähnlich einem sehr ausführlichen mit Kalenderfunktion, Erinnerungsfunktion, Fotofunktion und so weiter versorgten Tool. Es gibt einen datensicheren Weg, ähnlich des Bankings, zwischen den Patientendaten und der individuellen Praxis. Es ist kein Server zwischengeschaltet und die Daten liegen ausschließlich beim Patienten oder in der Praxis und müssen dort von diesem Tool, der Landingpage sozusagen, dann noch in Remit, dem Dokumentationsübernehmen, genommen werden, um dann ins PVS zu kommen. An allen diesen Wegen kann natürlich technisch mal was schiefgehen. Nichtsdestotrotz, bei der Mehrzahl der Patienten funktioniert das und wir kriegen eine deutlich bessere Kommunikation hin. Denn der Patient hat seinen Bereich, mit dem er seine Kommunikation betreibt, seine Informationen bekommt, diese dokumentiert und kann dies mit dem Arzt kommunizieren und zwar in grundsätzlich bidirektionaler Weise. Wir nutzen momentan mehr den Weg vom Patienten zum Arzt und weniger den vom Arzt zum Patienten, können diesen aber auch nutzen. Und das führt nicht, seine Sorge vieler Kollegen, zur Überschwemmung mit Befunden, weil wir den Patienten eben sagen, bitte schicke uns diese Daten 2 bis 3 Tage, bevor wir den nächsten Termin haben. Oder, und das mache ich noch gerne, wenn Sie einen Schub, eine Krankheitsaktivität haben, denn jeder Schub ist nach 2 Wochen vergessen und die Blackbox zwischen den Terminen wird damit qualitativ aufgewertet. Was können Sie machen? Ich zeige Ihnen ein paar Beispiele. Sie haben persönliche Daten, Sie haben die Grunderkrankungen, die Sie eingeben. Sie können Begleiterkrankungen, Komorbiditäten eingeben. Wir haben eine Summe an Fragebögen, die wir bearbeiten können. Das ist eine Diskussion auch bei unserem Kollegenkreis. Ja, wofür soll ich das Ganze denn machen? Das erkläre ich Ihnen gleich noch. Wir haben die Impfungen, die angegeben werden können, die wir im Docking-Tool sehr gut sehen können. Und wir können sogar die Medikamente dokumentieren. Das Medikamententool enthält den bundeseinheitlichen Medikationsplan, den man dann per Scan auch an die Praxis grundsätzlich weitergeben kann. Und Sie können auf diese Weise auch Fotos erstellen. Sie können zum Beispiel, das ist nicht schwer zu erkennen, meine Hand. Sie sehen, wie gut das darstellbar ist. Sie können angeben, welche Lokalität das Ganze hat. Sie können sagen, welche Fläche dahinter steht, wie stark die Schmerzen sind. Das ist für die Psoriasis-Arthritis zum Beispiel von Bedeutung. Und Sie können das Ganze dann noch berechnen lassen, haben Pflichtfelder, die Sie ausgeben, und das Ganze dann entsprechend versenden, sodass es in der Praxis gesehen werden kann. Und die Applikation ermöglicht es, dass Patienten uns über diesen Chat erreichen könnten. Dieser ist noch besser zu entwickeln. Sie haben eine optimale Erfassung von diesen Patient-Reported Outcomes, da gehe ich gleich nochmal ein. Sie beruhigen die Anmeldung, weil diese ganzen Zettel und die ganzen Tablets zur Erfassung der Systeme nicht mehr nötig sind und die Unruhe damit vermittelt wird. Sie verbessern die Datenlage zwischen den Visiten durch die Reduktion der Blackbox, wie dargestellt, und Sie können die Befunde auch nach Bedarf sortieren. Thema Lebensqualität und Depressionen. Ich persönlich frage fast immer an 2 Fragebögen. Das eine sind PAQ4 und das andere sind DLQ5. Und das sind Fragen, die Depression, Angst und Lebensqualität adressieren, die ich in einem Gespräch auch abfragen kann. Aber es dauert halt 5 Minuten. Und diese 5 Minuten nehme ich standardisiert wieder. Und seitdem wir diese Dinge einsetzen, habe ich wirklich das Gefühl, den Patienten besser zu verstehen und auch mich von der reinen
Gelenkmedizin oder Symptomremedizin auf die Medizin des Menschen und der Lebensqualität noch mehr konzentrieren zu können. Und Sie können den Gedanken noch weiter adressieren, und wir hatten gestern unsere Jahresversammlung im Team. Es ist mittlerweile schon das nächste System geplant, das heißt Revital, wo aus den Daten, die wir gewinnen, automatisch dem Patienten, wenn er zu Hause sitzt und seine App aufmacht, Empfehlungen geben können, wie er mit Medikation umgehen kann. Es wird in der nächsten Version ein Mobilitätstracking geben, wo der Patient die Aufforderung bekommt: Beweg dich mehr. Wir hatten das Thema gerade bei der Ernährung. Wir hatten das Thema heute früh bei Frau Mucke beim Thema Lebensqualität. Wir können bei einem Patienten, der Richtung Depression abrutscht, Rückmeldungen geben, das wird so geschehen: Achte mehr auf dich mit entsprechenden Anweisungen. Wenn das alles nicht funktioniert, bitte sprich mit deinem Rheumatologen und diesbezüglich auch. Wir haben ja gelernt, nur wenn man es anspricht, kommt man schon weiter, die Qualität der Betreuung zu verbessern. Jetzt kann man natürlich sagen, das mache ich doch eh alles und das kann ich alles. Ich werde Ihnen nachher an einem anderen Beispiel belegen, dass das nicht so ist. Und natürlich gibt es viel Literatur, hier nur aufgewärmt, dass das Ganze nicht nur graue Theorie ist, denn es ist ja auch notwendig zu zeigen, dass das, was wir machen, der heutigen Medizin entspricht und nicht nur ein technisches Getüftel ist, sondern dass man damit wirklich Qualität zumindest gleichwertig zu anderen Versorgung darstellt. Und deswegen ist die zeitliche Entwicklung so, dass sich aus einem lokalen, einzelvernetzten System eine Gruppe entwickelt hat, die sie weiter über Deutschland verteilt ist und die wir jetzt in diesen Jahren überregional arbeiten wollen, sodass im Prinzip eine zündende Idee, in dem Fall waren es zwei zündende, nämlich die der Applikation und des Symptom-Checkers, sich vereinen zu einer Gruppe und das Ganze dann weiterbringen. Und wir diskutieren schon, ob wir das Ganze nicht noch übersetzen, nicht nur für die ausländischen Mitbewohner in Deutschland, sondern auch, um das Ganze mal von Deutschland nach Europa zu bringen und nicht von USA übergestülpt zu bekommen. Und wir hatten heute schon das Thema der Lunge und Rheuma. Und ja, es gibt Kollegen, die haben das immer auf dem Blickfeld. Ich habe es nicht immer auf dem Blickfeld und ich möchte es nur als Beispiel nehmen für die Komorbiditäten, die wir hier ja alle haben. Und keiner schafft es, alle diese Komorbiditäten in unserer zeitbegrenzten Arbeit erfassen zu können. Und deswegen können wir den Arzt fragen lassen, wir können die Mitarbeiter fragen lassen, wir können Fragebögen in der Praxis auslegen, wir können aber auch, und das ist das Konzept, zum Beispiel einmal im Jahr über eine Applikation entsprechende Fragen stellen, sodass die klugen Leute, die mit vielen Fragezeichen dastehen, möglicherweise durch einfache Fragen, die wir hier im Konsens aus Pneumologen und Rheumatologen erarbeitet haben, sind 10 Fragen mit entsprechenden Aufdröselungen nach Beispielen, die Kollegen, die beteiligt sind, sind genannt, erarbeitet haben und die von den Patienten, soweit sind wir schon, gut verstanden werden. Das sind die ganzen grünen Balken und es gibt immer einen Teil Patienten, die es nicht verstehen. Nicht vergessen, die können wir auch anders adressieren. Und wenn wir das haben und sehen, dass diese Fragen dazu führen, dass wir die richtigen Patienten detektieren, die möglicherweise zum Beispiel eine Lungenbeteiligung haben, können wir diese zur weiteren Diagnostik führen. Wobei wir auch da gerade eine Arbeit haben, die Florian Popp durchführt und in der Organisation verantwortet, mit Professor Reichenberger zusammen, unterstützt von Böhringer in dem Fall, wo wir schauen, wie viele Patienten haben eigentlich eine Lungenbeteiligung. Und das Ergebnis des Ganzen, Sie dürfen mich jetzt messen an dem, was ich anfänglich gesagt habe, ist es eine Verbesserung der Medizin, die wir dabei erreichen? Denn wir haben ja ein technisches Potpourri, mit dem wir die Patient Journey abfassen. Aber wir bauen im Prinzip ohne Verbrauch personeller Ressourcen auf dem Niveau bisheriger Prozesse, das ist der minimale Standard, mit Verbesserungen, die kommen werden, eine Versorgung auf. Und wer hat 2007, als das iPhone kam, schon gedacht, dass wir heute mit der Uhr telefonieren und die Uhr ist eigentlich schon wieder übergangen. Wir überlegen ja schon, wie wir mit Knopf im Ohr, mit Brille das Ganze anderweitig entwickeln. Und so soll es ein digitales Haus geben, aber ich möchte auf das digitale etc. noch hinweisen. Keiner weiß, was kommt. Die Zukunft ist einfach schwer vorherzusagen. Und dieses etc., da sind wir gerade dabei, was sich alles entwickelt. Aber wir haben jetzt schon geschafft, dass der richtige Patient mit einem erleichterten Zugang zur rascheren Diagnose geführt werden kann, was dann mit möglicherweise Datensammlung, Tight und Controlling, Tight Control heißt besseres Ergebnis, möglicherweise sogar mit Kosten- und Zeitreduktion eingeben. Und das Fazit, und damit komme ich zum Ende, denn ich werde darauf hingewiesen, dass ich an der Zeit bin, ist, und deswegen ist es wichtig, dass Sie Zeit sparen. Wir haben hier den Einsatz des Tablets, man kann das mit Papier machen, man kann das elektrisch machen. Sie sehen, der Zeitaufwand für den Patienten bleibt ungefähr gleich bei 5 bis 10 Minuten. Aber wenn Sie es mit einem Tablet machen, dann hat der Patient zu Hause keine Arbeit und die ganze Arbeit fällt in der Praxis ein.
Wenn Sie das digital machen, ist das vielleicht noch ein Aufwand von 2 bis 5 Minuten für die Praxis und von keiner Minute für den Arzt. Und wenn Sie das auf 30 Patienten durchrechnen und die Minuten nur mitteln, bei 30 mal 7 Minuten sind das 210 Minuten einer MFA-Arbeit oder ca. 90 Minuten für einen Arzt am Tag, die Sie sinnvoll nutzen können für gute Kommunikation, besseres Gespräch, bessere Qualität auch. Und das habe ich hier nochmal kurz dargestellt mit den Aspekten der menschlichen Medizin. Sie können durch diesen Effekt alle die anderen Effekte aus meiner Sicht positiv beeinflussen. Und die nächsten Schritte sind deswegen tore down the barriers. Wir müssen die Dinge miteinander sprechend machen, damit wir dann über ein System, das zweite, das dritte und das vierte nutzen können, um die Synergismen für die bessere Versorgung unserer Patienten zu nutzen. Und das ist die Hypothese, die dahinter steckt, dass wir dann ein Gesamtsystem in der Kommunikation herstellen, das erlaubt, die Patient Journey zu verbessern. Hier nur erwähnt die Ansprechpartner, die man gegebenenfalls hat. Und deswegen ist für mich die Digitalisierung und die menschliche Medizin, aber auch die Digitalisierung und Gewinn an freier Arbeitszeit für unsere qualifizierten Kräfte ein Widerspruch. Und hiermit mit der Reise nach Italien freue ich mich auf gegebenenfalls Diskussionen und ich hoffe, Sie nicht überstrapaziert zu haben mit diesem für mich sehr wichtigen Thema und bin gespannt auf Ihre Rückmeldungen. Vielen herzlichen Dank, Martin, für den spannenden Überblick über die Möglichkeiten der Digitalisierung in der Rheumatologie oder auch in der Medizin. Die Digitalisierung, die ist sicherlich eine mögliche Antwort auf den Fachkräftemangel. Und bevor ich meine Frage stelle, sehe ich gerade, ist eine Frage im Chat. Wie heißt der Fragebogen bzw. Score bezüglich Lebensqualität, Angst, Depression? Gut, der Fragebogen bezüglich der Angst und der Depression ist der PHQ4. Und der Lebensqualitätsfragebogen, da stehe ich gerade auf der Leitung, den kann man mit dem Nachgang, FFB heißt Mobilität, DLQ5. Und damit kann man das beantworten. Man kann, wenn man sich die App anschaut, entsprechend auch die Scores anschauen. Das kann man in Papierform machen, man kann es in Tabletform machen oder man kann es auch in entsprechender digitaler Form machen. Dann noch eine weitere Frage. Wann werten Sie die Fragebögen aus mit dem Patienten vorher im Nachgang? Die Frage ist oft gestellt, habe ich dadurch eine zusätzliche Arbeit, wenn die Daten reinkommen, muss ich sie ansehen? Erste Sache, nein, ich muss sie nicht sofort ansehen, es sind keine lebensbedrohlichen Fragen, die gestellt werden und beantwortet werden. In der Praxis ist es so, dass die meisten Patienten nicht täglich schicken. Das wäre furchtbar und es gibt den ein oder anderen Patienten in Schmerzgruppen, die das tun könnten. Die weisen wir darauf hin, dass es wirklich nur Sinn macht, bei einer starken Verschlechterung, Thema Schub, oder im Rahmen der Vorstellung die Daten zu versenden. Und ich beschaue mir die Befunde an, bevor ich den Patienten zu mir hole, um eine Idee zu haben. Oder schaue sie mir entsprechend an, wenn der Patient bei mir sitzt und ich im Gespräch schon mein Bild gemacht habe, um praktisch meinen Eindruck mit den erfragten Aspekten in Einklang zu bringen, dann bin ich zufrieden. Oder zu sehen, es gibt eine Diskrepanz. Ein Beispiel war eine Patientin, die mit einer axialen Spondylarthritis mit ganz hoher Krankheitsaktivität zu uns kam. Sie hatte schon das erste, das zweite und stand vor dem dritten Biologikum. Wir kamen dazu, es zu besprechen und die Patientin hat sich aber sehr gut bewegt, hat sich auch die Hände waschen können, aufstehen können, bewegen können. Das hat irgendwie nicht zusammengepasst und wir haben uns dann die Scores angeschaut und dort war im PHQ4, dem Depressionsscore, eben der Faktor 12 erreicht als Zahlenwert, was eine stark depressive Komponente darstellte. Und die Verschlechterung der Grunderkrankung schlicht und ergreifend eine Depression. Und die Patientin war in dem Fall sogar dankbar, dass wir es angesprochen haben, weil es ist ja eine Art Tabuthema. Das gibt es nicht immer in dieser Klarheit, aber es ist letztendlich eine Informationsquelle, die man zusätzlich nutzen kann. Es ist nicht der Gral, nicht der letzte Weisheit Schluss, aber mir persönlich hilft es und ich habe tatsächlich, seitdem das meine Patienten überwiegend einsetzen, wir haben auch keine 100% Durchdringung bei uns im MVZ, jeder macht es ein bisschen mehr oder weniger intensiv, ich gewinne Zeit fürs Gespräch. Und was gibt es mehr, als wenn ich bei 15 Minuten Zeit für einen Patienten, den ich wiedersehe, 5 Minuten Gesprächszeit gewinne? Wenn ich jetzt beispielsweise in die Ambulanzen der Kliniken oder vielleicht auch in andere Praxen schaue, da sind wir ja
in der, was das Thema Digitalisierung betrifft, relativ weit vorne. Und wie siehst du denn unsere Praxis in 5 oder 10 Jahren? Du hast ja schon gesagt, dass ein etc., ein Fragezeichen, was die Zukunft betrifft, aber siehst du es noch so, dass der Patient zu uns kommt? Ja, in den nächsten Jahren schon. Es mag sein, dass es weniger wird. Da gibt es erste Ansätze, ob man die Patienten, die sehr gut laufen, technisch überprüfen kann. Das ist in der wissenschaftlichen Forschung. Ganz kurz, es gibt auch schon große Kliniken, die digital gut aufgestellt sind. Die Universität Erlangen, die Uni Düsseldorf und auch in Berlin an der Charité laufen eine Vielzahl an Projekten. Dort zum Beispiel ist die digitale Anmeldung an der Charité schon in Diskussion ein Thema, dass die Routineanmeldung abdecken könnte, dass die Patienten, die mehr Zeit brauchen an der Anmeldung, auch mehr Zeit bekommen, weil die anderen Patienten schon digital versorgt sind. Nehmen wir das Beispiel der Versorgung am Flughafen. Und ich denke, dass wir da noch einiges weiterkommen werden. Es gibt allerdings auch schon Tools, mit denen man dreidimensionale Funktionsveränderungen sehr gut erfassen kann, sowohl in der Applikation, die ich erst vor 2 Wochen kennengelernt habe, als auch Bewegungsmarker, sodass ich denke, dass wir zukünftig auch mit zum Beispiel standardisierter Sonografie am Handy, derzeit noch für 3.000 Euro, deutlich günstiger bekommen, sodass wir darüber möglicherweise schon auch dann noch mehr mit Distanz arbeiten können. Wie es die großen Flächenländer, Kanada, USA, Australien oder auch die osteuropäischen Länder zum Teil schon vorgemacht haben. Gut, dann Martin, dir vielen Dank für den Einblick in die Digitalisierung und auch die Auswirkungen, die die Digitalisierung auf den Fachkräftemangel haben kann.